Was, Schokopizza? Schokopizza! Ah! So. Schauen wir mal, wie weit sind wir hier? Also hier ist schon alles gut. Hier ist alles zu dir, da können wir arbeiten mit. So, als nächstes Programm brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Strömchen. Da kommt nochmal ein Doppelgenerator her, weil wir brauchen jetzt dann auch künftig wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und wir brauchen für den Boden, haben wir ja hier so schöne Granitplatten aufgebaut. Die würde ich ganz gerne weiterbauen. Das heißt, ich würde hier ganz gerne den Platz zum Beispiel noch ein bisschen größer machen und würde hier nochmal zweiseitig vorgehen. Im Übrigen hier auch ganz gerne mal hier nochmal rüber und da auch nochmal runter. So, dann hat man hier nämlich schon mal einen schönen Weg. Mit der Granitplatte möchte ich hier im Übrigen auch einmal rumgehen. Das sind jetzt mega Aufträge, ich weiß. Ja? Dann gehen wir dann hier rüber. Dann haben wir nämlich hier schon mal einen schönen Ansatz. Von dem aus können wir nämlich dann die Felder noch bearbeiten. Dann weiß ich das auch beim nächsten Mal noch, dass ich das vorhatte. So, das ist jetzt ein Riesenauftrag. Und ihr seht schon, der Florian und der Bran hier hinten, die machen das schon. Die arbeiten sich da schon ein bisschen vor. Und das ist auch gut so, weil hier ist echt, das ist ein absolutes Sicherheitsrisiko, wenn hier die Seite offen ist. Die schütten wir wieder zu. Wir haben wenig Nahrung, das ist ein Riesenproblem gerade. Warte mal, wir müssen Nahrung organisieren. Wir haben noch die Milliarden Alpha-Biber, wo sind die hin? Hier ist ein Bär. Wie weit ist denn die Ernte eigentlich? Oh Mann. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Feldarbeit. Und mehr Jagen. Da sind wir doch daheim. Okay. Gehen wir mal ein bisschen linksseitig jagen. Alter Schwede, sind die alle so schlecht im Schießen. Wir haben keinen richtig guten Schießtypen. Der stirbt gleich freiwillig, du. Zack und weg. Umgenatzt. So, was läuft hier noch alles rum? Wir brauchen auf jeden Fall Futter. Wir haben nichts mehr. Wir sind komplett alle. Also, einmal schlafen und morgen geht's los mit Zerlegen. Karawane, Waffenhändler, ja, nice. Das freut mich. Jetzt haben wir endlich mal jemanden, mit dem wir handeln können. Da kommen sie, die Jungs. Waffenhändler. Ich freue mich. So, jetzt reißen wir dann diese Teile hier nochmal ab. Ach, die habe ich ja schon abgerissen gehabt. Ach, ich habe sie nur neu aufgebaut. Da habe ich nur nicht aufgepasst. Ich bin auch froh, Taubsi, ich bin auch mega froh, dass es in RimWorld keine Munition gibt. Ansonsten wären unsere Jungs die extremsten Verschwender aller Zeiten. So, wir essen ganz gut in der Aufseherei. Min! Min ist eigentlich gerade zu mega. Und es brennt der Hunger. Wer ist denn unser bester Koch? Florian. Florian, du darfst jetzt erstmal loslegen. Und Min unterhält sich mal da draußen mit der Karawane. So, was habt ihr im Angebot? Was? Warum ist Min krank? Nee, ne?
Aber gut, wir können ja trotzdem schon mal ein bisschen was verkaufen. Viel kriegen wir eh nicht, das war mir schon klar. Die ganzen Sachen von Toten und üblen Geschichten, die verkaufen wir eh alle. Schäbig, schäbig, schlecht. Und dafür erzielen wir doch eigentlich einen ganz guten Preis. So, was haben die im Angebot? Ah, wir könnten nochmal dieses, das, die zwei Sachen hier verkaufen. Marcel! Dankeschön! Dankeschön! 2,50 für die nächste Runde Gummibärchen! Ja, aber hallo, dankeschön! Voll lieb von dir! Mensch, was ist denn da los? Vielen lieben Dank! Bin jetzt gerade ganz, ganz baff. Oh, okay. So. Werde ich da einfach supported? Mensch! So, oh, hier wird Blanco gefuttert. Nee, macht das nicht, Freunde. Komm, Herd an und marsch. So. Nehmt euch doch mal was Leckeres, kommt. Wie lange dauert es denn hier mit dem Anbau noch? Ah, die brauchen ewig noch. Aber die Wachstumsrate, Subi. Und da kommen Erdbeeren. Erdbeeren gehen schnell. Gehen wirklich schnell. Gucken wir mal. Das ist Medizin, ja, ich weiß. Ich hab's jetzt noch auf den Kopf gehauen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gerade gucken, dass die Notifications sind irgendwie draußen. So, jetzt sollten sie wieder drin sein. Sehen wir beim nächsten Abo oder beim nächsten VIP oder bei der nächsten Spende. Sollten wir sehen. Wir hoffen. So, okay. So, Heilwurzeln werden auch angebaut, das ist supi. 8 Nahrung haben wir noch, dann ist Ende. Können wir hier noch irgendwas fußläufig jagen? Deine weiblichen lächeln zufrieden, wir haben doch nur weibliche, oder? Weiblich, weiblich, weiblich. Weiblich, weiblich, wir haben nur Frauen. Eine entfernte Maschine des Glücks. Wir haben nur Frauen. Super. Oh, hier ist der Marmorboden schon weiter. Oh, was machen die zwei hier? Okay, also müssen wir mal gucken. So, das tut jetzt noch ein bisschen. Okay, sorry meine Lieben, ich musste gerade unbedingt rangehen, da war nämlich die Steuerkanzlei dran. Und da ich gerade Steuer mache für 2 Jahre, musste ich da jetzt ganz, ganz dringend rangehen. Ja, nee, nix Vodafone. Nee, nix Vodafone, das war die Steuerkanzlei, die Ich muss ja quasi als Firma Steuer abführen. Deswegen, der Telefonzwerg. Ja, hallo? Ja, genau. Alles gut, Marvin. Dankeschön. Das ist voll lieb von dir. Danke. So, jetzt müssen wir uns noch was zu essen organisieren. So ein Puma wäre ganz nett. Riecht ganz schön nach Puma-Käfig hier drin. So. Blöde Steuer, ja. Ich mag das auch nicht, Freunde. Ich mag es wirklich auch nicht. Ich bin da, muss euch ganz ehrlich sagen, das ist so ein leidiges Thema und
Günstig ist es nicht, viel hast du davon auch nicht. Es ist alles ein bisschen leidig. Im Steuerverzug? Nee, leider nicht. Würde ich ja noch verstehen. Nein, eine Kältewelle. Zum Glück jagen wir gerade. Nee, nee, ist alles geplant, alles okay. Aber man muss es halt mal machen, ne? Und ich hab ja jetzt schon extra eine richtig gute Kanzlei auch dafür, die da echt auch Plan von hat und die das kann. Aber ich muss halt nur mal machen. Die sind wenigstens auch super nett und da ist es auch... Ah, Alpaka, zähmen. Die zwei holen wir uns noch. Den Ebo holen wir uns auch. Den Hasen auch. Das Eichhörnchen auch. Mensch, wir holen uns jetzt ganz schön Tier. Und wenn das durch ist, haben wir erstmal was. Das 200.000. Ja, 200.000 sind wir noch nicht rein. Wie lange mache ich denn heute? Oh, ich denke mal auf jeden Fall noch so ein halbes Stündchen Minimum. Aber so wie die schießen, kommen wir wahrscheinlich eh nicht voran. So, die holen wir uns hier alle noch. Das ist bestes Futter und vor allem beste Jacken. Was, Wildschwein rächt sich? Nein, weiter, lauf! Redstone, kann ich minen? Wir müssen alle Schießtypen müssen wir mal zusammentrommeln. Oh! Na also. Okay, pass auf. Haben wir noch ein freies Bett? Nee, ne? Florian, dein Bett wird jetzt zum Krankenbett umdisponiert und du wirst jetzt auf jeden Fall, bis du geheilt bist. Und wir brauchen auf jeden Fall, wer war der Arzt? Inga war, glaube ich, der gute Arzt, ja. Inga kommt mit hoch. Okay, so. Okay, und was? Gleich einsperren? Nee. Behandeln, genau. Keine Gefahr, aber trotzdem, es muss ja nicht hier krank. Ja, und da erfriert schon unsere Frühjahrsernte. Wie geht's, Florian? Supi. Okay, wird schon wieder. So, Kai, grüß dich, hallöchen, herzlich willkommen. So, okay, unsere ganze Crew ist hier gerade unterwegs. Was macht Brand? Achso, der muss auch nach Hause. So, wir haben jetzt auf jeden Fall viele, viele Tiere eingelagert. Das ist eine super Sache, die können nämlich dann verwurstet werden und dann geht es nämlich hier weiter. Dann können wir nämlich auf jeden Fall ein bisschen durchatmen. Wie schaut es bei dir aus? Das ist fast fertig. Das ist fast in Ordnung. Ich guck gerade mal. Nö, das passt soweit. Inga, kannst du eigentlich auch schlachten? Nee. Aber du kannst Holz auffüllen. Okay. Emil, kannst du das? Nein, auch nicht. Okay, dann wecken wir jetzt mal Florian. Damit der hier erstmal durchwurstet und gleich was zu essen brutzelt. So, auf geht's. Mann, nicht roh, Emil, Mensch. So, jetzt gibt's schon lecker Essen. So, okay. Moderationsmorsecode. Was? Trink ja schon. Nur nicht hauen. Ja, da könnten wir Stammeskleidung und Zeug finden. Zuckerami, du musst gleich weg.
So. Schaut es bei Florian selber aus. Der trägt schon wieder das nächste Tier. Der ist so ein Arbeitstier. Unfassbar. Wie viel haben wir noch übrig? Wildschwein rächt sich nicht schon wieder. Oh, bei Bran. Wo können wir uns am besten treffen? Hier unten. Das sind zwei Wildschweine. Bran, mach's! Mach's nicht! Lauf einfach! Redstone, du musst weg. Nein! Okay, Emil, du rettest Bran als erstes.